Hallo und herzlich willkommen auf meinem vierten Noru Special. Heute zeige ich euch ein traditionell persisches Gebäck, das aus Kichererbsenmehl hergestellt wird. Und zwar Shirinin Nohochi. Viel Spaß! Dieser Teig ist sehr porös, also ein bisschen vorsichtig sein beim Kneten und Ausrollen. Ihr müsst den Teig relativ dick ausrollen, so ungefähr 1 cm dick, damit ihr die kleinen Förmchen ausstanzen könnt und die nicht allzu porös werden nach dem Backen. Sehen dann eure Shirinin Nohochis dann nach dem Backen aus, also ändert sich nicht wirklich was an der Farbe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, denn wie ihr sehen könnt, ist es alles relativ einfach und es schmeckt vorzüglich. Bis morgen!